Hallo und willkommen wieder. Hier ist der Blinds zum 8 in seiner Bastelstube. Gut, wir haben gestern immer so weit gekommen beim letzten Mal. Die Lok ist eingefahren und wir haben hier auf das Gleis im Grunde genommen den Kontaktschalter gesetzt, damit die Köhle hier losfahren kann. Dass dieses Signal auf grün geht und das Teil fährt los. So, jetzt müssen wir ihr natürlich sagen, wenn die losfährt, dann von der Richtung aus schneidet sie ja alles auf. Die können wir erstmal so lassen. Die kann man vielleicht später mal noch ein bisschen präziser machen. Wichtig ist natürlich, dass die jetzt hier ankoppelt und die Wagenrinne zieht hier. Und zwar kann sie die ja eigentlich gleich auf diese Gleis ziehen. Hierauf und stößt dann wieder hier vor. Oder wir können es auch hier erstmal machen. Ja, das wäre vielleicht günstiger bis hierhin. Drückt dann die Wagen hier rein zur ersten Entladung, drückt die Wagen weiter zur nächsten Entladung, fährt dann wieder zurück, drückt die Wagen bis hierhin, koppelt ab, fährt wieder hier rauf. Und dann kann die vor und wieder ankoppeln. So ist ungefähr der Grundlagen. Okay. Das heißt, wir brauchen also für die Köhle brauchen wir eine Route. Das wäre der erste Schritt, den wir machen. Route. Und wir sagen, ja, das wäre erstmal, machen wir es so. Köln 01, vorsichtshalber, falls wir nochmal die Route wechseln müssen. Und dann werden wir mal gucken. So, Route Köln 01 hinzufügen. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja. Da haben wir so. Gut. So, jetzt wäre der nächste Schritt. Die fährt los. Hier schneidet sie auf, brauchen wir uns erstmal noch nicht drum kümmern. Hier schneidet sie auch auf, brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. So, und dann sagen wir hier Fahrtrichtungswechsel und koppeln. Und da machen wir hier Fahrzeugkontakt und knall den erstmal hier hin. So, und jetzt wir werden ja alles aktivieren. Fahrtrichtungsumkehr, Geschwindigkeit machen wir mal 15 und hier machen wir mal vorsichtshalber, je nachdem wie lang die Wagen sind, 25. Und dann müsstet eigentlich klappen. Wir machen mal vorsichtshalber, wir machen uns mal einen Warnton mit drin, das wir hören. Wenn er dort den Signalpunkt überschritten hat. So. Und wir sagen im vorsichtshalber nur für die Route. Okay. So, das müsste eigentlich alles sein. Bis dahin. Und er müsste eigentlich, wenn er jetzt in die andere Richtung fährt, dann müsste er eigentlich diese Signal überfahren. Das spielt ja, warte mal, wo fängt das an? Dort. Das dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Ne, das ist ja das. Das hier, das ist sowieso noch auf grün. Das spielt keine Rolle. Fährt raus, jetzt geht es nur darum, dass er die Weiche richtig schaltet.
Die Weiche musste noch geschaltet werden für die Route, dass er hier rumfährt. Nee. Die hat er ja sowieso schon aufgeschnitten. Die ist ja vorhanden, kann er also auch gleich so zurückfahren. Genau. Aber wir müssen natürlich aufpassen, denn hier ist ein Weichensignal. Und dieses Weichensignal für die 179, die schaltete doch Fahrt, nämlich höchstwahrscheinlich hier rum. Und das ist die 179, genau. Da müssen wir eben nur sagen, dass diese das natürlich nur von Zügen der Route 3 machen darf. So, und damit haben wir die Gefahr ausgeschaltet, wenn er jetzt nämlich hier zurückfährt, dass er dieses Signal auslöst. Sondern er kriegt jetzt ein Signal nur noch hier an dieser Position. Dass er nämlich das Signal hier wieder auf Fahrt schaltet. Genau. Denn wenn die hier rüberfährt, ist das Signal erstmal umgeschaltet, nämlich auf A2 hier. Und er braucht ja dieses Signal hier wieder auf Fahrt. Und das machen wir mal auch natürlich gleich für Weiche. So, und das machen wir natürlich auch gleich hier. Nur für die Gruppe. Köln. So, dann musste also dann soweit und Fahrt, genau. Okay. So, damit fährt er hier hin, fährt hier drüber und hoffentlich reicht denn dieser Weg aus. Das müsste eigentlich klappen. Und dass er dann hinten Fahrtrichtungsumkehr wieder bekommt. Fahrzeugkontakt, und zwar hier hinten. Aus Fahrtrichtungsumkehr. Ne, eine Richtung. So. Natürlich dann hier auch die 15 beibehalten. Dann sollte eigentlich dort nichts weiter. Erstmal gucken, wie es so funktioniert. So, also probieren wir mal. Soweit haben wir jetzt die Schaltung, dass der erstmal nach hinten zieht. Das müsste jetzt soweit alles klappen. Probieren wir mal aus. Achso, wenn der hier rausfährt, muss der natürlich diese Weiche, das müssen wir nochmal machen. Auf. Ne, braucht eigentlich nicht, der schneidet die auf. Das können wir uns erstmal diesen Kontakt sperren. Gut, wir probieren das einfach mal. Okay, das heißt also, okay, kann los. Die haben wir ja noch nicht aktiviert. Da müssen wir noch zuweisen, welche Route das ist. Und das ist nämlich diese Route hier. Okay, mal gucken, ob er die auch beibehält, wenn er ankoppelt. Eigentlich müsste er die behalten. So, und dann sagen wir mal, 15 hat er sowieso nur drauf. Und mal gucken. Das sollte eigentlich klappen. Dann bin ich ja gespannt, wie das alles hinhaut nachher, komplett mit dem ganzen zeitlichen Ablauf. So. Die hält hier erstmal noch an. Und zwar, ja, müssen wir ihr hier mitteilen,
dass die Route 3 das Signal freischalten darf. Die Route Köln, genau. Also machen wir hier schnell mal Signalkontakt hin. So, den können wir ruhig hier vorsetzen. Und zwar auf Fahrt. Und zwar nur der. Der schaltet das wieder frei hier. Okay. So. Der ist also darüber. Die Route hat das freigeschaltet und damit kann der wieder hier los. So, nochmal gucken, ob das mit dem Ankoppeln klappt. Ja, das scheint zu klappen. Und nun gucken, ob diese 25 Sekunden ausreichen. Ja, müsste ausreichen. Angekoppelt hat er. Sehr schön. Müsste denn. Sehr gut. Das klappt also. Er holt sich die Wagen ab. Hier müsste er jetzt dasselbe Gleis wieder nehmen. Müsste hier. Die gerade auslassen, mal gucken, und den werden wir aber mal stoppen, wenn er die gerade ausgeschaltet hat. Ja, so, sehr gut, das hat also sehr schön funktioniert bis jetzt. Er holt die ab. Dann, und das wird jetzt natürlich dann sehr, sehr knapp werden, ja. Das wird ein bisschen knapp, ja. Da müssen wir dann einfach mal sehen. Und das machen wir hier. Da müssen wir einfach mal sehen, dass dieser Platz ausreicht. Bis hier, wenn er nämlich, aber müsste eigentlich, ja, ja. Wenn er in dieser Richtung fährt. Und zwar brauchen wir jetzt ein Weichensignal. Und zwar für die Weiche, ja. So, und dann sagen wir, in diese Richtung muss er dann auf Abzweig setzen. Das ist Fahrt hier, jawohl. Und wenn er Abzweig setzt, müsste er praktisch darum, genau. So, aufgeschnitten wird da jetzt eh. Und dann werden wir mal gucken, jetzt, ob das jetzt weiter klappt. Ja. Gut. Und dann werden wir den ersten Stopp machen. Das machen wir mit einem unsichtbaren Signal. Müssen wir bloß mal gucken, wo wir den ersten Stopp machen. Ich würde sagen, dass er einfach nur bis hier hinfährt. Genau, das können wir auch gleich setzen. Dass wir dann hier sagen, mal kurz die Gebäude wieder reinblenden. Genau, dass wir hier ein unsichtbares Signal setzen. Und zwar, das könnten wir nämlich doch gleich mitmachen. Unsichtbares Signal, da haben wir es. So, und wir setzen das einmal hier hin. Ja. Okay. Brauchen, und einmal brauchen wir noch hier hinten. Und zwar da. Da müssen wir dann nur gucken, wie wir das denn
wieder uns hin basteln. So, und das machen wir hier hin. Sagen wir mal hier gleich 2 Meter nach davor. So, dieses Signal wird nachher dann wieder freigeschaltet. Ein paar Sekunden, und das werden wir hier natürlich auch machen. Erstmal die Schaltung hier fertig machen. Heißt also hier wieder Signale. Okay, und dieses Signal bekommt 2 Schalter. Einmal hier sowieso wieder auf Halt. Okay. Achso. Gut, auf Halt. Und einmal nochmal auf Fahrt. Genau. Und zwar halt. So muss es, wa? So, und zwar nach, sagen wir mal, 15 Sekunden. Gucken wir erstmal, das müssen wir uns eh noch ausprobieren. Ganz genau verkehrt rum gemacht. So, Fahrt nach 15 Sekunden. Okay. Also praktisch eine Entladung wird simuliert. Du stößt dann weiter vor. Schaltet das Signal natürlich auf Fahrt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das muss er machen. Und zwar Weiche. Gut. Und zwar diese. Aus der Richtung auf Fahrt. Klar, wieder mal die falsche Richtung. So. Und wenn die Fahrt ist, gucken wir mal, ob die Schaltung richtig liegt. Ja, gut. Ja, manchmal lieber aufpassen. So, dann fährt er hier rein. Wird hier natürlich gestoppt. Genau. Kann man das noch ein bisschen weiter hier hinziehen. Wird hier gestoppt. Kriegt dort einen Fahrtrichtungswechsel. Ne, erstmal ein Signal dann noch. Signal. Dieses. Ne, das hier. Jawohl. Es wird dann schön enge hier. Und zwar eine Fahrt nach, machen wir mal auch erstmal 15 Sekunden. Okay. Natürlich umgekehrt wieder. So. Damit wird das Signal dann wieder freigeschaltet. In diesem Bereich. 15 Sekunden. Kurz hier vor muss jetzt der Fahrtrichtungswechsel rein. Fahrzeug, und zwar hier an dieser Position, und zwar Fahrtrichtungsumkehr, die müsste natürlich wieder sehr knapp sein, ja, mal gucken, ob's, das kann sein, dass wir hier ins 4-mal Fummel haben. So, also die muss auch ein bisschen stehen bleiben, dass eine Ladung simuliert wird, stimmt, ja. Und das dauert nicht nur 15 Sekunden, machen wir mal ruhig 30 Sekunden hier. Muss eine B- und Entladung simuliert sein. So, also dass der ein bisschen länger hier stehen bleibt. Signal fällt wieder auf Rot. Und wir müssen dann natürlich dieses Signal auch wieder. Signal fällt auf Grün. Und dieses Signal, das muss natürlich dann auch mal wieder auf Rot geschaltet werden. Und das wäre dann nämlich hier an der Stelle. So, wenn der da wieder zurückstößt, ja, und dann schaltet er das Signal. Wir hätten auch, wenn er hier lang fährt, das hat vorher auf Rot schaltet. Also hier ist es eigentlich völlig Schnuppe, ob da lang oder da lang. Hauptsache, der schaltet das Ding irgendwann auf Rot. So, und damit
Hätten wir das soweit alles gepackt, dass er erstmal hier ist, macht Fahrtrichtung, fährt wieder zurück, stößt wieder bis hier hin. Und dann habe ich schon eine Idee, dass er beim zweiten Mal stoßen in diese Richtung die Weiche jetzt natürlich andersrum schalten muss. Ja, denn wir haben ihm ja gesagt, in die Richtung soll er die Weiche auf Abzweig stellen, aber jetzt muss er nochmal darauf. Denn das geht ja nicht anders. Wir müssen ja den Zug nämlich ganz genau hier wieder abstellen nachher. Ja, mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich denke mal, dass das klappen wird. So, dann lassen wir mal vorfahren und gucken, ob der erste Wechsel da kommt hier. Halt, minus, so, okay. Ups, Entschuldigung, das war meine Kaffeetasse. Gut, Weiche hat geklappt, hat er umgestellt. Ja, der Holzzug, der ist ein bisschen länger. Darum habe ich das auch bis ganz vorne hingesetzt, dass er lieber bis ganz vorne fahren soll. Vielleicht machen wir da auch noch mit einem kleinen Halt. Und die Lok, die werden wir natürlich erst rausholen, wenn er wieder hier rüber von und hier vorstößt. Oder beziehungsweise wenn er hier rausfährt und hier in seinen Schuppen reinfährt. So, der steht hinten, da haben wir ja den Prellbock. Mal gucken. Warum fährt er nicht zurück jetzt? So lange hatte ich doch ja nicht die Zeit da eingestellt. Mal gucken hier, woran das liegen kann. Ach, der ist ja nicht drauf. Okay, der ist zu weit vor. Dann muss er da nämlich hin. Na gut, dann müssen wir jetzt per Hand umstellen. Okay. So, jetzt sollte die Weiche eigentlich rumgehen. Und er soll hier kurz halten. Das sieht gut aus, das hat funktioniert. Er fährt hier rein. Und hier in Höhe der Kisten kann der erste Wagen entladen werden. Aber so wie ich sehe, stehen die Schuppen viel zu dicht dran. Ne? Er reagiert dort nicht, weil wir das Signal höchstwahrscheinlich vergessen haben, auf Rot zu schalten. Ja, jetzt lichtet auf Rot, weil er drüber gefahren ist. Alles klar. Gut. Aber hinten jetzt noch. Letzte. So, er muss jetzt hierauf fahren. Und er macht es. Sehr schön. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit nach hinten wieder, das Signal hier. Nicht, dass das auch so wie eben oben. Naja, werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen jetzt. Ja, das ist klar, das muss immer alles so ein bisschen angepasst werden. Hier wird er schon langsamer jetzt.
Warum hält der hier vorne schon an? Achtet es. Dann machen wir nochmal ausblenden. Ne? Ja, hier hat man einen Platz gehabt nach hinten. Ja. Also wenn wir mal die Sache dann alles weiter nach hinten schieben, mal. Wir gucken gleich mal hier nach dem Abstand jetzt. Ich glaube, jetzt ist ja aber leider nicht über diese, über den Schalter zur Wende hinweg gefahren hier, zum Fahrtrichtungswechsel, der ist nicht mehr erst da. Ja, das ist klar. Ja, nee, soweit haut das hin. Wir müssen jetzt natürlich die Position der Signale noch ein bisschen verändern. Und dann gucken wir uns das mal an, morgen den weiteren Ablauf, dass er dann praktisch, mit dem Fahrtrichtungswechsel, gut, das hat geklappt, nur die Position nochmal verändern. Okay, da fährt er jetzt rüber. Und dann geht es zurück, Ausgangsposition und das bis hierhin, hier anhalten, das werden wir dann morgen machen. Okay, das sollte erstmal gewesen sein. Ja, morgen oder übermorgen kommt dann der nächste Film. Und wir nähern uns wirklich langsam dem Ende von unserer ganzen Nebenbahnschaltung hier. So, ein bisschen später werde ich dann noch, wie gesagt, die ganze Geländegestaltung hier, das wird noch untertunnelt alles. Ja, und hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das war, kam dann die Anfrage, ob ich das nicht mit einer Tunnelfahrt auch machen kann, werde ich auch höchstwahrscheinlich machen. Und dann geht das hier wieder ran. Schattenbahnhof ist untertunnelt. Hier werden wir ein Stück freilassen zum Beispiel. Dann kommt hier ein Tunnel. Das wird vielleicht alles untertunnelt sein. Oder hier lassen wir auch noch ein Stück frei. Vielleicht hier drin im Tunnel, da raus aus dem Tunnel. Dann hier über eine Brücke vielleicht. Und hier jetzt wieder drin im Tunnel, da raus. Hier wieder drin im Tunnel. Und dann der ganze Schattenbahnhof liegt sowieso im Tunnel. Das hatte ich ja gesagt, dass das alt hochgezogen wird mit dem Bürger her. Ja, soweit erstmal, alle check und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euch Walle 158. Bye, bye.